Trainer live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. Ja, und jetzt zum Schluss der Sendung, zum Schluss von Fellner live heute noch ein sehr ernstes und sehr bewegendes Thema. Bei uns zu Gast Diana, Diana Gudenus. Hallo, guten Abend, Diana. Die Diana kämpft seit geraumer Zeit mit besonderem Engagement, gemeinsam mit Carsten Stahl, der ja bei uns sehr oft zu Gast ist, für den Kinderschutz, also gegen Kindermissbrauch und gegen Cybermobbing. Zwei ganz wichtige Dinge, die Kinder und Jugendliche anbelangen und wo die Diana sehr, sehr aktiv ist und versucht, Initiativen zu setzen. Und da ist heute ein besonderer Tag, Diana, und deshalb bist du im Studio. Genau, so ist es. Vielen Dank. Ich bin sehr froh, dass wir uns ausgerechnet am heutigen Tag diesem überaus wichtigen Thema widmen, weil nämlich heute, und zwar jedes Jahr am 25. April, der Tag des internationalen pädophilen Stolzes ist. Auf Englisch heißt es Pedophile Proud Day. Dieser Tag wird auch The Alice Day genannt, und diese Bezeichnung The Alice Day kommt davon, dass der Autor Lewis Carroll seine damals vierjährige Muse Alice sein Märchen The Alice in Wonderland gewidmet hat. Und dieser Tag Pedophile Pride Day wird besonders unter den sogenannten Girl Lover genannt. Und Sie ahnen es schon, dabei handelt es sich um erwachsene Menschen, die pädophile Neigungen gegenüber präpubertären Mädchen haben. Und da haben wir jetzt ja in Österreich gerade einen sehr, sehr krassen Fall, den des Florian Teichtmeister, genau, der das alles noch einmal aktuell und medial aktuell gemacht hat. Aber dir geht es ja nicht um den Fall Teichtmeister, dir geht es um die vielen Jugendlichen und vor allem Kinder, die da Opfer sind und an die am heutigen Tag eben besonders gedacht wird. Und der heutige Tag soll ja sozusagen auch ein Tag sein, der aufruft, jetzt dagegen zu kämpfen, richtig? So ist es, ja. Mir geht es um sehr viele betroffene Kinder und Jugendliche, weil das ist ein Thema, das schon über Jahrzehnte eigentlich komplett auf der medialen, internationalen medialen Bühne unterrepräsentiert ist, was für mich nicht nachvollziehbar ist, weil was ist überhaupt wichtiger als unsere Kinder, unsere Zukunft? Wie stark diese Gegenbewegung, und mit Gegenbewegung meine ich eben diese pädophile Bewegung, zeigt sich sehr gut am Beispiel von Jimmy Savile. Ich weiß nicht, ob Ihnen der Name etwas sagt, wahrscheinlich schon. Aktuell gibt es auf Netflix eine zweiteilige Doku-Serie mit dem Namen Jimmy Savile, A British Horror Story, nur kurz zum Hintergrund. Jimmy Savile wurde zu seiner Lebenszeit als Held der Nation gefeiert. Der wurde sowohl von der Queen als auch von Papst zum Ritter geschlagen. Und erst nach seinem Tod wurden bis 500 Missbrauchsfälle bekannt. Und darunter auch ganz viele Vergewaltigungen der Kleinkinder, der Kinder mit physischen und psychischen Beeinträchtigungen, die er während seiner Lebenszeit in Spitälern besucht hat. Und nach außen für diese Spitalbesuche gefeiert wurde, als quasi Nationalheld. Und, da gibt es grauenvolle Storys, vor allem in England, genau, wo man ja schon dazu übergegangen ist, das aufzudecken und halt entsprechend sozusagen dagegen aktiv zu werden. Ja? Genau. Moderatoren, wie in diesem Fall Schauspieler, teilweise prominente Personen, genauso wie bei uns eben dieser Fall Teichtmeister. Ja. Und jetzt hast du, glaube ich, schon vor 2 Jahren oder länger sogar, ein Bündnis Kinderschutz mitbegründet. Und dieses Bündnis Kinderschutz versucht jetzt aktiv zu werden für Kinder, die bewusst missbraucht worden sind, beziehungsweise zu helfen, dass es gar nicht erst dazu kommt. Ich muss Sie nur kurz korrigieren, ich habe es nicht mitbegründet. Ich unterstütze Bündnis Kinderschutzverein seit über einem Jahr bin natürlich sehr stark involviert. Ich finde, dass Bündnis Kinderschutz auch hervorragende Arbeit leistet, obwohl wir von den anderen Kinderschutzvereinen immer wieder kritisiert werden, weil wir im Vergleich etwas lauter sind. Aber wenn man einfach sieht, dass sehr vieles passiert und wenig gehandelt wird, dann hat man gar keine andere Wahl, als etwas lauter zu werden, damit sich auch endlich was tut. Man muss ja dazu sagen, mit in diesem Bündnis dabei ist Carsten Stahl,
Er ist der Gründer. Die Ö24-TV-Zuseher ja sehr gut kennen, weil er bei uns schon sehr oft aufgetreten ist, sehr oft schon auf dieses Problem aufmerksam gemacht hat und sich gerade im Fall Deichtmeister sehr, sehr wortgewaltig engagiert hat. Er ist, so wie auch du, ein Befürworter dafür, dass endlich die Strafen erhöht werden. Wir sind ja im Fall Deichtmeister draufgekommen, dass das unfassbar ist. Keine U-Haft, keine sozusagen wirkliche grundlegende Bestrafung, sondern da kann man mit einer bedingten Strafe beim Gerichtssaal wieder hinausgehen, nachdem man 50.000 Kinder missbräuchlich im Internet sozusagen pornografisch missbraucht hat letztendlich, weil von irgendwo müssen die Bilder ja herkommen, die sind ja Missbrauchsbilder. Wie siehst du denn diesen Fall Deichtmeister und was lernen wir daraus generell? Na, beim Fall Deichtmeister würde man jetzt auf den ersten Blick von einem Promi-Status ausgehen, aber weil wir da sehr genau recherchieren und auch viele weitere Fälle kennen, wissen wir, dass Österreich und Deutschland Paradiese für Kinderschänder sind. Das hat jetzt mit einem Promi-Status nicht unbedingt zu tun. In Österreich und auch in Deutschland und vor allem in Österreich kommt man auch bei den kriminellen Handlungen, wo es tatsächlich zu einem sexuellen Kontakt mit dem Kind kam, mit sehr, sehr milden Strafen davon. Und wir setzen uns für härtere Strafen für Kinderschänder ein. Wir haben dann auch eine Petition gestartet, wo wir uns für das Verbot der Kindersexpuppen einsetzen, die in Deutschland dank Carsten Stahl bereits verboten wurden, in Österreich aber weiterhin erlaubt sind. Dann setzen wir uns ein für das Verbot des pädophilen Handbuchs. Das ist eine Art Missbrauchsanleitung, wo einer pädophilen Person erklärt wird, wie diese Person sich einem Kind nähert, das Vertrauen des Kindes für sich gewinnt und wie eine pädophile Person letztendlich ein Kind sexuell missbrauchen kann. Ja, ein völliger Irrsinn in Wahrheit, dass das nach wie vor zulässig ist. Genau, und der dritte Punkt unserer Petition bezieht sich eben auf das Berufsverbot für straffällige Kinderschänder, weil da gab es einen Fall, ich darf Sie erinnern, im Juni 2022 hat Bündnis Kinderschutz eben zu diesem Fall auch öffentlich gemacht, wo ein verurteilter Kinderschänder, der auch schon im Gefängnis saß, gleich nach der Entlassung aus dem Gefängnis 10 Jahre lang Kinder mit den Kindern Waldausflüge gemacht hat. Unfassbar, ja. Und als wir darauf aufmerksam gemacht haben, haben wir dann Drohungen bekommen, ja, weil wir quasi wegen dem entgangenen Gewinn und, weil die Leute dann quasi es wieder storniert haben, was unfassbar ist, dass es überhaupt möglich ist. Du, Tajana, ihr wollt ja sozusagen, dass die Strafen erhöht werden auf Mindeststrafe 10 Jahre, und zwar nicht bedingt, sondern 10 Jahre unbedingt bis lebenslänglich. Das soll in Zukunft die Strafe für Kindesmissbrauch sein, richtig? Das ist auch das, wofür du kämpfst und wofür auch Carsten Stahl kämpft, muss man dazu sagen. Und es ist das Problem, das euch wütend macht, aber auch uns Reporter, wenn wir darüber berichten müssen. Wir hatten ja hier zum Beispiel eine Geschichte, die enorme Wellen geschlagen hat. Da warst du ebenfalls mit dabei über das Bündnis Kinderschutz. Eine Geschichte von einem 3-jährigen Buben, der in Lech am Arlberg in einem Skikurs sexuell missbraucht wurde. Sein Vater hat mit euch, glaube ich, gemeinsam, auch mit dir gemeinsam, dafür gekämpft, dass hier sozusagen Konsequenzen erfolgen, Strafen erfolgen, die Justiz einschreitet. Aber nichts ist passiert, richtig? Genau, es war so, dass kurz bevor das in Lech passiert ist, haben wir beim Bündnis Kinderschutz eine Benefizveranstaltung, eine Boxveranstaltung organisiert, und dieser Vater war sogar dabei. Einige Tage danach hat er den Roberto, Sie kennen ihn wahrscheinlich, er ist der Gründer von Bündnis Kinderschutz Österreich, angerufen, um ihm mitzuteilen, was passiert ist. Natürlich will man das als Elternteil am Anfang noch nicht wahrhaben. Also wurden auch alle notwendigen Untersuchungen am Kind durchgeführt, um sicherzustellen, dass das tatsächlich alles so passiert ist, wie das Kind berichtete. Und Sie müssen sich, ich meine, ich kann mir das nicht vorstellen. Ich glaube, kein Elternteil möchte sich das jemals vorstellen. Aber das Kind wollte nach diesem Ereignis
über eine Stunde nicht aus der Dusche kommen, hat nur noch schwarz gemalt. Da gibt es halt Beispiele seiner Bilder, wie er davor und danach gemalt hat. Und die Schweinerei ist ja, dass das nicht verfolgt wurde, sondern die Ermittlungen wurden eingestellt. Genau, also es war so, dass unmittelbar nachdem klar wurde, was passiert ist, hat der Vater des Kindes die Arbeitgeberin kontaktiert und Bescheid gegeben, beziehungsweise nein, die Polizei wurde informiert und die Polizei hat daraufhin die Arbeitgeberin informiert. Die Skischule. Genau, das heißt, es gab keinen Überraschungsmoment für den Täter. Er wusste Bescheid, dass wahrscheinlich eine Anzeige erstattet wird, sodass er genügend Zeit hatte, um alle Beweise zu vernichten. Es wurde da sehr mild ausgedrückt schlampig. Ja, ja, also es erinnert alles irgendwie immer an selbe Muster, ähnlich wie der Fall Deichtmeister, wo ja auch schlampig, wir haben noch immer kein Verfahren, der Deichtmeister spaziert frei durch Wien. Also man hält es wirklich nicht für möglich und ich verstehe, dass das dich und auch den Carsten Stahl total wütend macht. Es ist wirklich unfassbar, was hier sozusagen auf Seiten der Justiz verschlampt wird. Ja. Einfach unfassbar. Man nimmt es nach wie vor einfach nicht ernst und man engagiert sich nicht, so wie du. Und das tut wirklich, wirklich weh. Es gibt jetzt eine Petition von dir, genau, glaube ich, und zwar... Genau, ich habe vorhin schon gesagt, es geht uns um vor allem drei Punkte. Und diese drei Punkte, genau, die wir schon angesprochen, genau, haben. Und die, genau, gibt es jetzt als Petition, die kann man unterschreiben. Als Petition. Wir haben bis jetzt ungefähr 8.000 Unterschriften gesammelt. Wir bräuchten, unser Ziel ist, ausreichend viele österreichische Unterschriften zu sammeln, der österreichische Staatsbürger, um dann ein Volksbegehren starten zu können. Mit diesem ein Thema. Volksbegehren für Kinderschutz, genau, das ist die Idee, genau, vom Bündnis Kinderschutz. Wie viele Unterschriften wollt ihr da sammeln? 8.000 habt ihr schon? Genau, also wir bräuchten, glaube ich, noch 500, 600, wobei man da ist immer... nicht so viel, vielleicht, genau, kriegen wir das mit, also, der heutigen, genau, Sendung zusammen. Das wäre toll. Also, weil das wäre wunderschön, wenn wir parallel zu dem jetzt irgendwann kommenden Verfahren in Sachen Deichtmeister, wo uns ja allen ganz schlecht werden wird, wenn wir das da alles hören und sehen und lesen müssen, wenn wir da eine wirklich positive Gegeninitiative hätten von dir und von Carsten Stahl, eben ein Volksbegehren für Kinderschutz. Genau, ja? Das ist die Idee. So, und dann haben wir noch einen zweiten Punkt, der ganz wichtig ist, der da dazugehört. Die Diana ist auch noch extrem aktiv in Sachen Cybermobbing. Hatten wir im letzten Bürgerforum, gab ein enormes Echo nachher. Okay. Du kämpfst ja auch darum, sozusagen Kinder von Cybermobbing zu befreien oder vor Cybermobbing zu schützen, richtig? Ja, so ist es. Ich finde, es ist in Verantwortung uns allen, dass wir jetzt, wenn wir selber Kinder haben, unser Bestes schon zu Hause tun, damit unsere eigenen Kinder nicht zu Mobber werden, nicht gemobbt werden und auch nicht tatenlos zusehen, wie andere Kinder gemobbt werden. Also mit dieser Zivilcourage sowohl in der Online- als auch in der Offline-Welt dann stattfindet. Mhm. Und dazu habe ich dann mit drei verschiedenen Partnern, die mich in diesem Bereich unterstützen, verschiedene Initiativen gestartet. Auf einer Seite ist es ein Schulkonzept mit dem Carsten Stahl, den wir heute bereits mehrmals erwähnt haben. Dann noch ein etwas ausführlicheres Konzept über mehrere Tage, ebenfalls für die Schulen, für die Jugend, mit dem Günther Ebenschweiger, der mehrere Jahrzehnte Erfahrung in diesem Bereich hat. Und dann das dritte Konzept ist so, sage ich jetzt mal, vielleicht oder anderen zwei so am hippigsten, das ist mit den Influencern und mit den Leuten, die jetzt aus der Perspektive der Schüler als besonderes cool erfunden werden. Das sind die TikToker, wie beispielsweise der Satansbratern. Ja, was ja ganz wichtig ist, weil es einfach ganz wichtig, dass wir dieses Thema Cybermobbing in die Schulen bringen. Genau. Damit die Schüler wissen, was da auf sie zukommen kann und damit sie wissen, wie sie sich wehren können und damit sie wissen, wie sie von Beginn an vorgehen können, bevor sie da in einen Teufelskreis kommen, wo wir ja gesehen haben, wie viel Unglück da passiert ist, Selbstmorde und teilweise Morde, und in Deutschland diese unglaubliche Geschichte.
Also das ist derzeit ein mega, mega Problem und du kämpfst da. Ja, ich habe das im Bürgerforum bereits erwähnt und es haben mich einige Leute darauf angesprochen im Nachhinein. Es gibt verschiedene Challenges, verschiedene Herausforderungen in den Social Media, wie beispielsweise Happy Slapping, wo die Kinder sich gegenseitig herausfordern, sich gegenseitig bis zum Umfallen zu schlagen, was man braucht es gar nicht extra zu erklären, wie gefährlich das sein kann. Aber das geht dann ein bisschen zu, also das nimmt verschiedenste Formen ein. Manche sind so widerwärtig, dass ich jetzt das gar nicht öffentlich im Fernsehen sagen kann, damit ich sie nicht auf die Idee bringe. Also es gibt natürlich rein psychisches Cybermobbing, das wissen wir. Das läuft alles übers Internet, da läuft sehr viel über Instagram, wie wir wissen. Und dann geht das teilweise zu Tätigkeiten über. Wir haben diese Videos teilweise gesehen aus den Schulen, wo zum Beispiel bei Happy Slapping Kinder regelrecht verprügelt werden, und zwar brutal und lange. Und dagegen kämpfst du jetzt? Dagegen kämpfe ich, und wir haben jetzt, wo Sie das Thema Video kurz angesprochen haben, wir haben noch ein Video dazu gedreht und unser Video hat den Titel Die Anatomie des Cybermobbings, und da versuchen wir das Ganze aus der Perspektive des Betroffenen darzustellen. Wie geht es einer jungen Person, weil die jungen Menschen und die Kinder sind immer meine Zielgruppe, ich finde, das ist irgendwie die Hauptverantwortung von uns allen hier, wie geht es also einer jungen Person, die keine Lebenserfahrung oder kaum Lebenserfahrung geht. Und plötzlich mit so einem Tsunami konfrontiert wird. Also und dann wird es mir jetzt nicht nur wichtig, dass die Empathie bei den anderen erweckt wird für die Person, sondern dass man dann auch lernt, wie man sich jetzt als Außenstehender in so einer Situation richtig verhält. Wie agiert man richtig? Und da geht es eben um diese Zivilcourage. Und vor allem als Elternteil, nicht? Auch, ja. Und das habe ich vergessen zu sagen, im Rahmen unserer Schulbesuche haben wir auch einen Teil der Zeit den Eltern und den Pädagogen gewidmet, wo auch sie dann entsprechend eingeschult werden, damit sie dann wissen, wie sie mit den neu gewonnenen Inputs der Schüler ganz richtig umgehen sollen. Ganz wichtig, dass die Lehrer wissen, wann sie Cybermobbing erkennen können. Genau. Und ganz wichtig, dass die Eltern auch wissen, wie sie es erkennen können, was sie tun können, bevor das Ganze eskaliert. Und am wichtigsten natürlich, dass die Jugendlichen, die Kinder selber wissen, wie man damit umgeht. So ist es, ja. Das war Diana Gudenus. Danke, dass du an diesem besonderen Tag hereingekommen bist. Danke. Um eben auf dieses Thema Kindesmissbrauch und Cybermobbing aufmerksam zu machen. Es ist, glaube ich, sehr wichtig, dass wir das bei Fellner Live jetzt am Ende der Sendung haben, damit alle ein bisschen nachdenken können und vielleicht die einen oder anderen Diana Gudenus unterstützen können. Wie gesagt, Sie haben gehört, es fehlen noch 500 Unterschriften. Dann ist diese Petition reif. Wo schreibt man hin, wenn man unterschreiben will? Oder wo findet man, dass man unterschreiben kann? Genau, ich glaube, es werden mehr, weil wir haben sehr viele deutsche Unterschreibende und wir brauchen österreichische Staatsbürger. Genau, das heißt, also gehen wir jetzt von mindestens noch weiteren 2000 aus, österreichische. Also auf der Seite vom Bündnis Kinderschutz findet ihr alle Links, die ihr dazu braucht, und die ganzen Anleitungen, unter anderem auch auf unserer Instagram-Seite. Also auf Google gehen, Bündnis Kinderschutz eingeben, dann kommt die Online-Seite vom Bündnis Kinderschutz und dort findet man den Weg zu dieser Petition. Und wenn Sie die unterschreiben wollen, dann helfen Sie mit, dass es ein Volksbegehren zum Kinderschutz und gegen Pädophile und für härtere Strafen gerade jetzt in dieser unglaublichen Tragödie, dieser Deichtmeister-Geschichte gibt. Und es ist wahnsinnig wichtig, dass sich Menschen da engagieren wie die Diana Gudenus. Also, vielen Dank, Diana. Danke. Vielen Dank Ihnen fürs Zuschauen. Und wenn Sie jetzt noch Zeit haben, diese Petition bei Bündnis Kinderschutz zu unterschreiben, dann freuen wir uns ganz besonders. Und ansonsten sehen wir uns morgen wieder bei Ö24 TV.